Ich spiele, da kannst du stolpern. Ja, das ist auch nicht was Buntes. Sand? Zeug? Dann spielen wir wirklich überhaupt nicht das Finale nach, wenn wir auf Sand spielen. Ja, nehmen halt Gras. Nehmen halt das gute alte Gras. Was bin ich für ein A4, ne? Ich bin der Mauro Bigotto. Jochum mal ins Tor, den Klaus und den Hans in die Verteidigung. Ich spiele den Jürgen. Der Günther und der Frank, die sind damit vorne. Jochum. Jochum, ja. Was ist Jochum für ein Name? Erste Woche. Mark the Opponent, dann mach ich das, ne? Mhm. Should the Gaki join in? No. Goalkeeper. Your offensive strategy? Pass the ball. Pass the ball. Holy shit, got sunglasses on my face. This is Nintendo World Cup, man. Yeah. So, Deutschland gegen Italien. Oh shit. Ich hab... Ich muss mich hier erstmal reinfinden. Das ist ein wundervolles Spiel. Immer schön draufschießen. Wir spielen einmal das Halbfinale von der WM nach. Zwar nicht ganz so realistisch bezogen. Und auch ohne zweite Halbzeit und ohne Verlängerung. Genau. Hier hat Zidane nämlich noch volles Haar. Ja, genau. Wobei der ja bei Frankreich spielt. Da kannst du mal sehen, ich weiß Bescheid. Scheiße. Nicht in die Richtung köpfen. Wo bin ich denn? Auf welches Tor muss ich eigentlich? Nee, du musst nach links. Mann! Was ist denn das hier? Du passt die ganze Zeit hin und her. Das ist Volleyball. Das ist ein Volleyball. Volleyball, ey. Pass auf hier. Ja, den hat der Keeper. Goalkeeper. So. Anfänglichen Schwierigkeiten hoffe ich doch, dass wir uns jetzt einkriegen. Oder vielleicht auch einmal so etwas wie Spielzüge hinbekommen, beziehungsweise die genialen Superschüsse. Ah, da war aber einer dazwischen. Die Abwehr hat aufgepasst von Italien. So. Tötet ihn! Soll draufhalten. Schmeißt mit Steinen oder was auch immer. Ah, oh, schneller hinterher. Ja. Fuck. Ja, ja, dazwischen. Shoot. Holy shit. Der ist am Ball zerprallt, hast du es gesehen? Alle sind gestorben. Das sah so gut aus. Ja, aber. Jetzt aber hier. Yeah! Oh, scheiße. Hat er den auch noch gefangen? Ja, das ist auf jeden Fall einer dieser tollen Superschüsse. Deutschland hat natürlich den besten. Ja, da kommt der Keeper nicht schnell hoch genug. Diese hohle Nuss. Hast du den gesehen? 1-0 für Italien. Und das bereits nach einer Minute. Den kriegt der aber auch nicht. Ich finde die Soundeffekte eher genial. Die sind ja knaller. Oh, immer das mit den Augen. Das tut weh. Fernschüsse funktionieren auch nie so recht. Aber jetzt... Nein. Hin und her. Ja, im dritten Nachschuss hat es einfach funktioniert. 2-1 für Deutschland. So wie das Finale hätte laufen sollen. Obwohl es ist ja West Germany hierbei. Schon aber so unentschieden. Ja, der Superschuss von den Italienern ist schon gemein. Voll die Railgun. Man kann es ja mal versuchen.
Wenig, zu wenig angedreht. Der Typ da oben mit den Augen. Was ist der? Ja. Mein stummer Kollege da. Der Blinde. Der sieht ein bisschen fehl am Platz aus. So. Finde damit. Und jetzt kommt... Nein. Kommt nix. Sollte eigentlich ein Fallrückzieher werden. Aber... Hat nicht geklappt. Wieder nach vorne. Da trifft sich ja gut, da ich den mit der Sonnenbrille genommen habe. Ne? Warum? Ja, passt ja zu gut. Nein. Eine sehr starke Sonnenbrille an. Auf jeden Fall, die ist so schwarz. Da kannst du dich echt drin sonnen. Nein! Das, die sind schon nicht schlecht vom Stellungsspiel her, also. Nein! Rüber damit. Nein! Dazwischen, also hier im Moment wildes Mittelfeld gekloppe, kaum Torraumszenen, zwei Leute auf einmal tackle, gäbe sonst immer rote Karten, glaube ich. Aber diesmal ist es auch fair für mich. Sowas kann sowas auch geht auch. Sowas kann passieren, ja. Hammer, wa? Das war hier Dampf. Zu. Zack! Mir ist klar! Ja. Ah, 12 zu 6. 6 Tore in nicht mal mehr als einer Minute. Eine virtuelle Minute. Eine virtuelle Minute, fast, weil wenn man sich mal so richtig auf die Sekunden konzentriert, dann kann man genau sehen, dass eine Sekunde mindestens 3 in Anspruch nimmt. Ungefähr viel zu hart. Man 3 Stunden auf 50 stehen. Los, Steven! Steven hat nicht aufgepasst! Steven hat gepennt! Oh, hat den aber dann doch noch gerettet, ey. Nein! Boah, glaub ihn tot. Hätte er nicht sofort schießen können. Diese Augen. Wey! Dann laufen wir wieder zurück und jetzt kommt der direkte. Ja, oder auch nicht. Wow! Hast du gesehen, wie weit der vom Tor stand? Wäre fast gut gegangen hier. So. Nein. Oder so ein Geniestreich. Ja, dann. Nein. Naja, das sind alles nur noch Verzweiflungstaten hier bei den Italienern. Sieht mir nicht mehr nach Engagement aus, sie haben sich aufgegeben. Stecken die Köpfe in den Sand. Sand in die Köpfe. Oder im Rasen. Im Rasen in den Kopf. Spieler des Tages ist Steven Seagal. Auf jeden Fall. Auf der rechten Abwehrseite. Warum steht da eigentlich nicht hinten auf der Verpackung drauf? Das wär's doch, ne? Featuring Jochum. Und Steven Seagal. Den hat er gehabt. Die letzten 3 Sekunden. Abpfiff. Ja. 12 zu 6. Mal sehen. I bet you.
Again! Nicht wirklich. Nein, absolut nicht. Aber es war jetzt auch ein Spiel aus einer Zeit, aus einer Zeit, wo ich gerade mal einen Gameboy besaß. Von da an. Das Nintendo war zuerst da. Ja. Ich hätte nie ein Nintendo. Du hattest kein Nintendo. Nee. Aber wir haben ein Trainingsmatch gemacht. Das muss doch reichen. Ich habe es auch eine Ewigkeit nicht gespielt. Das hat aber nicht wirklich funktioniert. Okay. Also, hast dich auf jeden Fall gut geschlagen. Ja. Man sieht sich bald, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao.